kämpft eine in Graz geborene Künstlerin für Afrika. Susanne Wenger lebt seit 1950 in Nigeria im Stammesgebiet der Yoruba, die sie zur Priesterin erhoben haben. Mit der Restaurierung alter und Schaffung neuer Schreine und Skulpturen hat sie die heiligen Haine von Oshogbo wieder entstehen lassen. Wenger hat es zu ihrer Lebensaufgabe gemacht, für das bedrohte Kulturerbe und gegen die unaufhaltsame Globalisierung zu kämpfen. Heute hat sie ihren 90. Geburtstag. Monika Ladurner war am Wochenende bei den Feiern, die ihr zu Ehren in Oshogbo stattgefunden haben. Geburtstag feiern ist eigentlich nicht Brauch in Nigeria. Aber wenn Mama Aduni Olorisha, wie Susanne Wenger liebevoll genannt wird, 90 Jahre alt wird, strömen eine Woche lang tausende Nigerianer zusammen. Als gottgleich verehrt man sie hier, nicht nur als Künstlerin, sondern auch als eine der höchsten Priesterinnen der traditionellen Yoruba-Kultur. Einmalig ist, dass ihr zu Ehren Vertreter der verschiedensten Geheimkulte gemeinsam auftreten, so auch die Anhänger des Feuergottes Django. Jahrhundertealte Orakel werden für Susanne Wenger bemüht. Die Priester scheinen glücklich über den Ausgang. Die Künstlerin hatte vor langer Zeit selbst 10 Jahre dauernde Initiationsriten auf sich genommen. Sie lebte unsere Kultur, sie lernte in kurzer Zeit unsere Sprache. Sie wurde so sehr Teil von uns, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen kann, außerhalb dieses Milieus zu leben. Das ist die unglaubliche Schönheit daran. Sie wurde nicht nur ein Mosaikstein, sondern eine Triebfeder für unsere kulturelle Geistigkeit. Der einzige Unterschied ist die Hautfarbe. Ich habe Gott sei Dank bis zu dem Augenblick, wo Sie mich daran erinnern, vergessen, dass ich eine weiße Frau bin. Und dieser außergewöhnliche Mensch hat sich in jahrzehntelanger Arbeit mitten im Yoruba-Land seine eigene spirituelle und künstlerische Welt geschaffen. Im Kraftfeld der alten heiligen Haine errichtete sie überdimensionale Skulpturen im Urwald, im Einklang mit der Natur und als Symbol für die untrennbare Verbindung von Himmel und Erde. Diese Figur beispielsweise bedeutet die Ehrfurcht vor der Sonne und repräsentiert das weibliche, offene Element. Gleichzeitig mit dem Erhalt der Schreine reaktivierte Susanne Wenger die im Aussterben begriffenen religiösen Strukturen, gab den Yoruba ihr kulturelles Selbstwertgefühl zurück. Und wenn die Regierung jetzt touristische Vermarktung wünscht und Kioske für Coca-Cola aufstellt, brechen diese wie von Zauberhand wieder zusammen. Seit die Österreicherin Teil der ursprünglichen Yoruba-Kultur geworden ist, fällt es den um jede Seele ringenden Christen und Moslems immer schwerer, die Zerstörung des alten Glaubens durchzusetzen. Diese Missionare sind ja aufgetreten und haben von den Afrikanern verlangt, dass sie ihre Kultgegenstände vernichten oder verbrennen oder sie wegwerfen, damit Platz wird für die neue Ideologie. Ein Volk, das also an den alten Traditionen festhält, ist ja nicht verfügbar für eine neue Religion. Also es war immer der erste Schritt aller Missionare, ob sie nun christlicher oder islamischer Herkunft waren. Es war immer das Allerwichtigste, die Kulte, die man dort vorgefunden hat, zu vernichten. Als die Grazer Künstlerin 1950 nach Nigeria kam, waren viele der Bräuche noch lebendig, aber bedroht. Susanne Wenger fühlte sich von einer höheren Macht berufen, fügte sich dem Traum eines mächtigen Yoruba-Priesters und blieb hier. Sie begann mit der Restaurierung der verfallenden Haine und schuf sich zugleich ein gewaltiges Urwald-Freiluftatelier. Die Yoruba selbst begannen, ihre von den Kolonialherren verachtete Kultur wieder zu schätzen. Sie bewunderten und verehrten die geheimnisvolle weiße Frau. Susanne Wenger selbst sieht ihre Tätigkeit nicht als Bruch mit Europa. Sie hatte schon als Kind die Natur geliebt.
ich angekommen bin, habe ich eine Verwandtschaft mit den Räumern gefühlt. Ne? Aber die eine oder andere Weise bin ich halt leider kein Baum, sondern nur mit den Bäumen verwandt. Sie hat sich in eine vollkommen andere Welt gestürzt. Zuerst einmal als Künstler. Sie wollte einfach neue Abenteuer, neue Kräfte für ihr Werk. Schon in Graz und später in Wien als Mitbegründerin des International Art Club war ihre Verbundenheit mit Bäumen und der unbewusste Glaube an die Spiritualität der Natur spürbar. Beschäftigte sie sich damals mit Eskimos und Tibet, so fand sie letztendlich im Yoruba-Land ihre geistige Heimat. Sie erlernte traditionelle Batik-Techniken und arbeitete unermüdlich im Banne des ganz speziellen afrikanischen Lichts. In ihrem bescheidenen Atelier in Oshokpo entstanden riesige Ölbilder wie von selbst. Ihre Herangehensweise an Kunst ist sehr informell. Die Dinge geschehen mit ihr und durch sie. Eine durchaus afrikanische Sichtweise. Ich habe Energie und das ist, die Welt gefällt mir sehr gut. Aber ich meine, ich kann ja wirklich nicht vorschreiben, was ich will. Nicht? So ist es eben gekommen und so ist es auch in Ordnung. Die Yoruba denken ebenso. Wir glauben, dass Gott in unserem Haus ist, in unserem Gehirn. Alles, was mit uns passiert, Armut oder Reichtum, ist Schicksal. Auch was wir tun, wen wir heiraten, kommt aus unserer spirituellen Verbindung mit dem Göttlichen, nicht nur aus uns selbst. Deshalb finden wir Susannes visionäre Annäherung an ihre Kunst überhaupt nicht verwunderlich. And that is why we would not find Susanne's attribution of the inspiration of the gods in our artwork anything surprising. Susanne Wenger lebt untrennbar verbunden mit den Göttern, die wiederum Mittler sind zu dem einen unaussprechlichen höchsten Wesen. Ihr ganzes Haus atmet rituelle Kunst. Viele afrikanische Bildhauer haben sich ihren Projekten angeschlossen und arbeiten mit ihr. Am Wochenende machten ihr die höchsten Priester des Yoruba-Kults ihre Aufwartung. Rituale wurden gemeinsam zelebriert. Und doch, typisch für sie, bezweifelt sie dann wieder alles, selbst ihr Hiersein. Irgendwelche Heimatgefühle. Heutzutage ist die ganze Welt unsere Heimat. Und wir müssen halt versuchen, irgendwas daraus zu machen, dass das unsere Heimat ist. Ne? Und das ist gar nicht so leicht in Nigeria, einem der gefährlichsten, korruptesten Länder der Welt. Circa 150 Millionen Menschen leben hier in Armut und brutalem Überlebenskampf. Mitten in dem Chaos steht Susanne Wengers magisches kleines Haus, ein geistiges Zentrum. Auch hier wurde am Wochenende ihr Geburtstag ekstatisch gefeiert. Volk und Presse verehren die Hohepriesterin gleichermaßen. Sie selbst glaubt nicht an ein Ende ihrer spirituellen Suche. Ich weiß nicht, wie viel wir überhaupt wissen, wenn wir von der Zeit, an die Zeit denken. Ob die Zeit nicht was ganz anderes ist als wir glauben, aber irgendwie müssen wir uns halt zurechtfinden. In den heiligen Hainen scheint die Zeit stehen geblieben. Aber für Susanne Wenger sind Zeit und Raum keine Dimensionen mehr. Veränderung hat sie stets akzeptiert, ist sie doch der Flussgöttin Oshun geweiht, dem unaufhaltsamen Fließen geistig verbunden. An diesem, ihrem heiligen Gewässer, findet sie seit Jahrzehnten ihre geistige Ruhe, Momente der Erleuchtung. Aber ihr Hauptwerk am Fluss, der Schrein ihrer persönlichen Gottheit, wird wohl nie vollendet werden. Und vielleicht will sie das intuitiv ja auch so. Vielleicht wollen sie die spirituellen Kräfte des Orts noch eine Weile an die Erde binden.
Was wir heute sonst noch aus Kunst und Kultur zu bieten haben, zeigt Ihnen der Überblick. Erfolgsstory. Xaver